Turn the quiet up, turn the noise down. Let this old world just spin around. In dieser kleinen Pfeifenwerkstatt im Mostviertel werden in feinster Handarbeit Pfeifen hergestellt. Erst wird skizziert und anschließend das richtige Holz für die Pfeife ausgesucht. Ich habe meistens zwischen 200 und 500 Hölzern in der Werkstatt liegen. Wird gut gelagert, trocknet gut, verbessert dann die Raucheigenschaften. Ja, dann sucht man sich nach dem Entwurf einmal die passenden Hölzer aus. Im Schnitt braucht man zwischen 2 und 4 Hölzern pro Pfeife. Wenn der Kunde will, dass es eine makellose, ohne kleinen Einschlüssen und Fehlern Pfeife wird, braucht man mehr. Beginnt dann halt vielmals mit einer Pfeife. Drink a little drink, smoke a little smoke. Wie uns Christoph Stiegler verrät, schmeckt scheinbar jedes Holz anders. Das Holz ist ein Heidekrautgewächs, Erica arborea. Wächst vorzugsweise eher im Süden Italiens, da wächst sehr schön, aber auch in der Toskana, auch in Norditalien natürlich, gibt es sehr gute Holzlieferanten. Das ist ein Heidekrautgewächs, das optimale Raucheigenschaften hat. Ich finde, es ist das beste Material. Es gibt natürlich auch andere Materialien zur Herstellung von Pfeifenköpfen. Das hält nämlich mehrere hundert Grad aus. Nebst dem lässt er sich sehr schön verarbeiten, lässt sie hochglanzpolieren und hat von Natur aus eine sehr schöne Maserung, wenn man die richtige Holzqualität beziehen kann. Papa, was machst du da? Ein Pfeiferl mache ich. Das muss dringend noch heuer fertig werden. Schön schaut das aus. Habe ich noch ein bisschen Arbeit. Schaut das gut aus? Für dein nächstes Pfeiferl? Ja. Das könnte passen. Das ist hat eine schöne Maserung. Schau mal, das ist ganz eine gerade Maserung. Wollen wir noch hoffen, dass kein Fehler drinnen ist. Ja. Na, dann probieren wir da was draus. Gut. Zwischen 50 und 100 Stunden arbeitet Christoph an einer Pfeife. 60 bis 100 Arbeitsschritte sind dafür notwendig, je nach Pfeife. Das Zusägen, das Bohrungen drehen, ausfräsen, schleifen, feilen, schmiergeln. Polieren, beizen, polieren, stempeln. Einfache Pfeifen kosten ab ca. 250 Euro. Aufwendige 1000 Euro und mehr. Gelernt hat Christoph Stiegler ganz was anderes. Ursprünglich habe ich in der Fachschule in Steyr, Fachschule für Kunsthandwerk, Gold- und Silberschmied gelernt. Habe damals mit 14 Jahren so die erste Bekanntschaft mit dem Breyerholz gemacht. Habe da für meinen Vater zu Weihnachten einen Pfeiferl gebaut und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und nachdem ich Jahre zuvor mit 6 Jahren beschlossen habe, selbst Pfeifenraucher zu werden, habe ich mir gedacht, das trifft sich ganz gut, machst eine zweite für dich selbst. Und machst eine dritte und eine vierte und eine fünfte und mittlerweile waren es schon viele. Auch Materialien wie Bambus, Büffelhorn, Bernstein und Co. werden teilweise in die Pfeife eingearbeitet. Das gebe der Pfeife das gewisse Etwas. Und auch diese Pfeife hier kann man rauchen. 11,2 mm misst diese. Ja, der Christoph mag Herausforderungen. Und auch neulich wollte ein Kunde eine ganz bestimmte Pfeife. Bitte machen Sie mir eine Piratenpfeife. Die haben mir angeschaut und haben gesagt, was ist eine Piratenpfeife? Und ich habe gesagt, ich muss das nicht wissen, Sie. Und ja, wir haben uns Zeichnen gemacht. Dann haben wir gemeinsam entworfen und ist dann ein recht schönes Pfeiferl rausgekommen, eine richtige Piratenpfeife halt. Die war dreikantig, hat oben die wilde Borke drauf gehabt, die Naturnarbe, hat den Bootskiel praktisch wiedergegeben und auch den dreispitzigen Hut eines Seemanns, eines Piraten. Ist gut angekommen, hat ihm gut gefallen. Und nach getaner Arbeit gönnt sich der Pfeifenmacher dann selbst eine und ein Glas Whisky dazu.